Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Adventure of Link. Genau, ich vergesse den Namen immer. Okay, wir machen jetzt weiter. Wir wollten als nächstes den dritten Dungeon clearen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das so heute sowieso das Einzige, weil ich habe irgendwie heute doch noch ein bisschen Zeit gefunden. Eigentlich hatte ich vor, irgendwie heute überhaupt kein Video mehr hochzuladen. Und ja, jetzt ist im Nachhinein halt doch noch rausgekommen, dass ich mir ein Video hochlade. Also das ist praktisch jetzt, also um es genau zu definieren, ich spiele das gerade um 23 Uhr. Oh fuck. Ich hasse die Augen. Ich spiele das gerade um 23 Uhr 2 jetzt. Und da das eine 50-minütige Aufnahme höchstwahrscheinlich wird. Das war dumm. Na gut, dann bin ich jetzt komplett out of mana. Ja, da das ja ungefähr jetzt eine 50-minütige Aufnahme wird, wird das jetzt hier äußerst problematisch für mich sein. Ich sag viel zu oft, jetzt gerade, gar nicht gut, gar nicht gut. Ach ja, so, ich habe schon wieder gesagt. Oh, Alter. Alter. Ich faile gerade in einem Wüstengebiet. Das ist echt... Nee, also... Das ist echt... schrecklich dumm. So, wunderbar. Dann gleich mal die Live-Magie ausrüsten und füllen uns wieder ein bisschen auf. Es füllt einigermaßen viel auf. So, wir gehen hier runter. Und versuchen nochmal den dritten Dungeon. Ich habe mich dazu entschlossen, diese blauen Typen da unten völlig zu ignorieren. Also die sind mir dann doch zu gefährlich. Diese blauen Ritter, naja, ich glaube, ich werde mich an denen dann letztendlich doch versuchen. Einfach, weil die eine Menge EP geben. Aber diese anderen blauen Typen, die sind mir dann doch etwas über. So. Ich habe allerdings jetzt schon wieder... die Aufnahme ist gerade mal 2 Tage her, ne? 2 Tage. Und ich habe schon wieder vergessen, wo ich alles in diesem Dungeon schon war. Ich muss das Dungeon jetzt, glaube ich, nochmal komplett erkunden, damit ich überhaupt halbwegs weiß, wo ich war und was ich jetzt zu tun habe als nächstes. Und, boah, das wird... Es tut mir schon jetzt leid dafür, dass ich da jetzt eure Zeit verschwende, aber... Naja, es muss halt sein. Denn ich muss ja alles in diesem Dungeon finden. Es ist ja kein... Es ist ja im Gegensatz zu manchen an... Boah, dieses Trollteil. Alter. Ich habe natürlich keine Mana, um mich zu heilen, ne? Ja, okay, ich bin tot. Hm, passt schon. Kein Problem. Ach komm, wisst ihr was? Alter! Gehst du mal sterben? Danke sehr. Heppala! Heppala! Okay. Hahaha. Ja, das war natürlich sowas von klar. So. Heppala! Heppala. Heppala. Verdammte Axt. Heppala. Heppala. Heppa. Heppala. Okay. Und. Hepp. Oh, wow, ich hab's geschafft. Okay. Gut, dann. Dann werde ich das jetzt mal so machen.
Das wird jetzt nicht reichen, ne? Okay. Jump. Ich brauche das jetzt sowieso gleich. Nämlich, ich glaube, dass ich hier oben noch nicht war. Und meine Vermutung sagt mir, ja, ich war hier definitiv noch nicht oben. Da, naja, wahrscheinlich nicht. Meine Vermutung sagt mir, dass es hier einen Schlüssel gibt. Und ich habe, glaube ich, auch schon gerade die Bestätigung meiner Vermutung. Alter. Oh mein Gott. Meine Vermutung gesehen. Ja, hier ist ein Schlüssel. Nämlich, was ich mich im letzten Part gefragt habe, war ja, ob es hier noch irgendwo einen Schlüssel gibt, den ich übersehen hatte. Und ich meine, weil ich mir das ja nicht vorstellen konnte. Ja, und wie ihr seht, ich hatte tatsächlich einen Schlüssel übersehen. Ich hatte nämlich völlig vergessen, dass man hier hochspringen konnte. Oh, lecker, 200 EP. So, und mit diesem Schlüssel gehen wir jetzt hier rechts hinein. Oh mein Gott. Die Drecksviecher hier. Oh, und tot. Okay, ich habe noch ein Leben. So, weil hier rechts müsste, da ist ja auf der anderen Seite nichts wahr. Rein überlegungstechnisch müsste hier das Dungeon-Item sein. Und noch ein Schlüssel. So. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Und, wow. Wow, okay. Haha. Haha. Ha. Verdammt. Ha. 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 Okay. Boah, nein, nicht du. Oh, ich hasse die blauen. Erstmal das Schild und dann. Jetzt komm schon. Geh bitte einfach. Alter. Geh bitte sterben! Nein! Ganon, Drecksvieh. Okay, 8 Minuten und ich hab's total verkackt. Gut, auf ein neues. Ja, komm. Scheiß auf das Waldgebiet. Es trifft mich eh. Ja, ich bin zu blöd. Also ich hasse es. Das ist das einzig wirklich Nervige. Also, das hier ist irgendwie, wie soll ich es ausdrücken? Ich finde, das ist ein ähnliches System wie Pokémon. Das bedeutet, mir werden irgendwelche dummen, random Gegner auf der Overworld gegeben, wie halt Pokémon im hohen Gras. Und wenn ich die halt berühre, dann kommt es zu einem Kampf, den ich nicht, den ich nicht einfach überspringen kann. Nein, ich muss dann entweder kämpfen oder ich habe halt, keine Ahnung, Glück oder sowas. Wie auch immer. Letztendlich, was ich damit gerade jetzt sagen wollte, ist, dass ich sowas im Grunde nicht mag, weil, ja, man wird halt zu kämpfen praktisch gezwungen. Und man kann das Zeug nicht ausweichen, wenn man dann auch noch so einen nervigen, großen Gegner erwischt, dann ist das halt wie immer gegen etliche nervige Pokémon kämpft. Und deswegen habe ich das nicht so gerne. Das ist so ziemlich das Feature, was mir am meisten an diesem Zelda-Spiel nicht gefällt. Der Rest von dem Spiel gefällt mir eigentlich verdammt gut. Und ich muss schon sagen, es macht mir auch seit der Schwettenstein-Technik wirklich verdammt viel Spaß wieder. Ich kann es mir gar nicht. Ich hatte es gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Also das Spiel. Haha. Ja, also ich habe es schon mal gesagt. Aus diesen Statuen können auch Gegner herauskommen. Wie ich gerade demonstrieren konnte. Grandios, das ist nämlich zufallsabhängig. Und wenn so ein Gegner aus den Starken kommt, dann hat man praktisch vom Zufall die Arschkarte gezogen. Oh yeah. Hallo Duda. Hallo Duda Nummer 2. Ha. Fuck. Och, komm. Nein, 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 nein.
Ich werde mich nicht nochmal mit ihm anlegen. Okay. Ja, das war... Oh, das will ich aber haben. Oh mein Gott. So. Moment. Ah. Kam dieses Vieh jetzt? Ich hoffe nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht das blaue Vieh. Okay, es kam noch nicht. Trotzdem, er kommt so ziemlich jetzt. Ich habe im falschen Screen meine Energie eingesetzt und bin gleich tot. Ja. Oh. Ah, cool, ich habe das übersprungen. Und habe dann wieder einen weiteren Screen geschafft. Diesmal... Nein, fuck, 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 fuck. 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 Huh. Okay. Nein! Und dann werde ich ein... Oh, ich hätte wenigstens noch Schwild... Na gut. Hi. Ich mag euch nicht. Geht mir auf die Nerven. Moment. So, jetzt aber. Schild vollladen und jetzt werden wir uns noch die EP von die, wie auch immer ich das Teil da oben was zur Hölle, wie mache ich die kaputt? Ist doch eigentlich nicht möglich. Kann ich nach oben schlagen? Okay. So, einmal nach oben und hier bitte auch nochmal nach oben. Und jetzt werden wir uns um den roten Skelettkrieger kümmern und ihn töten. Und dann geht es wieder hier nach rechts. Hey, yo. Was haben wir das vermisst? So. Die Steine mal kaputt machen, weil die mir nicht, hätten mich vielleicht beim Sprung genervt. So. Okay. Belohnung. Ich liebe Belohnung. Okay. Gut. Oh, fuck. Wenn ich nicht richtig treffe, können diese Gegner... Moment. Schild. Oh, danke. Schon mal live ausrüsten, weil das war doch der Screen mit dem blauen Ritter. Natürlich. Ah. Na los. Och man, triff ihn doch. Ich sehe doch schon, dass das Dungeon Item ist. Alter. Bitte sag mir, dass hier irgendwie was magisch... Nein. Oh, ich hab's so geahnt. Tut mir leid, ich bin so still, aber ich hasse diese blauen Fackritter gerade schon wieder so extrem. Es ist einfach nur zum Kotzen. Diese Viecher sind so schrecklich. Und davon muss ich einen einfach besiegen. Einfach bloß, weil... Ich muss sogar noch einen davon besiegen. Einfach bloß, weil er die Faktür bewacht. Alter, seit wann bist du ein Torwächter? Oh, was zur Hölle? Wie viel hält bitte... Wie viel hält der aus? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Alter! Wie viel Life hat der bitte? Das ist ja abartig! Das ist widerlich! Das ist einfach nur pervers! Das ist krankhaft! Das ist absoluter Schwachsinn! Ich... Oh. Alter Schwede! Und ja, das Item von diesem Dungeon ist ein Pflicht-Item. Ohne das Pflicht-Item komme ich nicht weiter. Wenn ich es nicht habe, dann werde ich nicht... Nein! Weg. Es ist Kingstrump.
Blablabla. Weg dich, weg hier, ja, Mama. Danke. Hey. Hey. Ey, ey, ey. Fairy! Juhu! So, ich habe jetzt eine geheime Taktik. Ich habe jetzt eine geheime Taktik, wie ich diese Stelle angehen werde. Mhm. Eine verdammt geheime Taktik, die ich euch deswegen auch nicht verraten werde, weil, ja, ihr habt es richtig verstanden, sie ist geheim. Ich werde einfach über das Vieh drüber springen. Oder es jedenfalls versuchen. Es ist mir lieber, als total zu failen. Okay. Das sehe ich wenigstens schon mal sozial an. Jetzt habe ich mit vollem Life und voller Magie darf ich, und allen Leben darf ich jetzt mal dieses Dungeon angehen. Einmal Jump bitte. Ich habe keine Lust auf den blauen. Und ich werde mich auch nicht nochmal so blöd anstellen und mit dem Vieh mich anlegen. Das kannst du sowas von knicken spielen. So, du bist mir egal. Du bist mir... Ach, fuck. Seid ihr mir nicht mehr egal, weil ihr habt so einen blöden Beutel getroppt. Gibt zwar nur 50 EP, aber hey, das sind 50 EP for free. Wollen wir mal festhalten. Ich meine, 50 EP für nichts tun? Also, wer das nicht mitnimmt, naja. Ich meine, ist dem seine Sache, aber... Meines Erachtens ist es einfach nur geil. So. Und jetzt komm schon. Oh, fuck. Danke. So. Wenn es geht, möchte ich bitte nicht getroffen werden und mich auch nicht mit den Viechern anlegen. Ich bekomme eh mein Level up nicht. So, du bist der Erste, mit dem ich mich überhaupt anlegen möchte, weil du bist nicht schwer. So, jetzt kommen die Drecks-Hundeköppe. Ich nenne sie einfach so, weil sie aussehen wie Hundeköppe. Ich denke auch, dass es Hundeköppe darstellen soll. Wow. So. Die roten Ritter sind überhaupt kein Problem, weil die schießen nicht. Die haben halt nur eine begrenzte Range. Die blauen Ritter sind absoluter Abfuck. Warum immer du Selbstmord begehst. Hallo roter Ritter. Was geht? Heute schon... keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Schild. So, und jetzt versuchen wir... die geheime Taktik eines Osuma... Ja, komm, nimm einfach das Floß mit. Ist mir egal, ob ich noch einen Hit kassiert habe. Ist mir egal. Ist mir einfach nur egal. Ja. So. 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 Ja, 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 ja. Weg. Haha. Live. Und der blaue Ritter ist mir einfach scheißegal. Ich muss sowieso noch einen besiegen. Und darauf habe ich schon jetzt keine Lust mehr. Weil die blauen Ritter sind einfach nur arschig. Es sind richtige Arschlöcher. Übrigens, wenn ich mal so einen Schwank aus meinem Leben erzählen soll, also könnte oder will oder wie auch immer, wenn ihr es hören wollt, ansonsten könnt ihr jetzt Ton wegschalten, weil ich labere jetzt mal kurz über mich. Ich habe heute zum Beispiel, war ich auf dem Geburtstag meines Vaters, ja, und... Ja, mein Vater hat halt diese NES-Konsole, wo ich diese ganzen NES-Spiele damals gespielt habe. Und ich habe einfach mal Just for Fun, weil ich mich ja in Super Mario Bros. 2 so extrem dämlich angestellt habe, habe ich das einfach mal Just for Fun gezockt. Jo. Und wie soll ich sagen? Ich bin ohne Game Over wirklich weit gekommen. Also, ach ja, stimmt, das war ja ein roter. Hm, naja gut, fail, fail. Ey, verpiss dich. Ich kann natürlich nicht nochmal. Sag mal. Geht's noch? Ah, da war ja was. Haha. Ich trigger dich mal jetzt einfach nach links und hoffe, dass ich dich jetzt
Ja, es war natürlich klar, dass ich tot bin. Oh, warum habe ich noch gleich diese Stelle gehasst? Ach ja, genau, ich erinnere mich. Dieser beschissene blaue Ritter, ey. Alter. Wie habe ich den eigentlich besiegt das letzte Mal? Ah ja, ich weiß es wieder. In die Ecke drängen und einfach abmurksen, ne? Ja. Das ist aber bei dem anderen nicht möglich. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich habe halt Super Mario Bros. 2 gespielt und ich bin, also, meine Zeit war halt ein bisschen begrenzt. Ach komm, den roten da unten nehme ich auch noch mit. Meine Zeit war halt ein bisschen begrenzt und deswegen habe ich halt jetzt das Spiel zwar nicht komplett durchgespielt, aber ich bin halt locker einige Levels gekommen und habe halt noch Leben Plus gemacht. Im Gegensatz zu meinem Let's Play dazu. Weil einfach nur, ja, keine Ahnung. Mit einem NES-Controller und auf der originalen NES-Konsole komme ich einfach viel, viel besser damit klar. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe auch Just for Fun Mega Man gespielt, aus einem ganz bestimmten Grund, den ich jetzt aber noch nicht verraten werde. Wobei spätere Zuschauer, wenn die das jetzt hier gucken, werden das sowieso dann schon wissen. Aber aus einem ganz bestimmten Grund habe ich Mega Man gespielt, weil ich habe etwas geübt für später, sag ich mal. Das wird nach meinem... Ich sag mal so. Wenn ich mit Rockman No Constancy Hard Mode ohne Save States durch bin, dem Let's Play, was ich übrigens heute nicht mehr aufnehmen wird, deswegen... Also heute nicht mehr aufnehmen werde, deswegen kommt auch heute keine Folge davon. Jedenfalls, wenn ich damit fertig bin, dann werde ich eine Special-Reihe machen, die auch um Mega Man sich dreht. Und dafür werde ich einiges an Training benötigen. Und ich werde... Ja. Ich werde euch noch nicht spoilern, was es ist. Aber schon mal so viel... Es hat mit den NES-Teilen von Mega Man zu tun. Und ich werde mich da... Es könnte sein, dass ich da wieder einiges an Verzweiflung reinbringe. Und ja, ich werde einfach mal das Ganze dann so aufziehen, dass ich da Outtakes mitmache und sowas. Mal gucken, wie das wird, wie ich das hinkriege. Es wird bestimmt scheiße viel Arbeit. Aber wenn alles klappt, dann sollte es machbar sein. Ja, genau. Ha, 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 ha. Ja. Alter. Komm mal bitte nach links. Okay, komm, komm, komm. Stirb. Ja, ich habe ihn besiegt. Dritter Dungeon abgeschlossen. Und es hat dann wieder einen kompletten Part gedauert, aber es ist mir scheißegal. Dritter Dungeon abgeschlossen. Oh yeah. Oh, heilige Scheiße. Und nein, ich werde nicht nochmal den blauen Ritter da oben versuchen. Habe ich keine Lust mehr zu. Toll, jetzt sind es zwar nur 400 EP, aber scheiß drauf. Ich krieg mein Level ab. Und meine vollen Leben. Oh, danke. Mehr Life. Danke. So. Endlich, dieser Tempel ist jetzt ein Stein. Ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich in diesem Tempel gerade an einem Item bekommen habe. Wahrscheinlich hat man es gesehen und Zuschauer meines ersten Zelda-Let's Plays könnten sich es vielleicht ungefähr denken. Überhaupt Spieler von der Zelda-Reihe könnten es sich denken. Naja, wie auch immer, wie dem auch sei. Es ist... Das ist jetzt völlig überraschend und wird euch absolut spoilern, weil ihr wärt da niemals drauf gekommen. Es ist ein Floß! Oh mein Gott! Es ist ein Floß! Wie kommt man nur auf eine Idee, so ein Floß einzubauen? Das ist ja völlig abwegig, also ganz ehrlich. Also da muss man ja echt Raketenwissenschaftler sein, um noch drauf zu kommen, dass das ein Floß ist. Nein, aber ja, es ist ein Floß. Und das ist natürlich mal wieder ein Pflicht-Item, weil wir kommen ohne das Floß nicht in die nächsten Dungeons und in die nächsten Städte. Und deswegen geht es jetzt in dieses Gebiet, was ich hasse. Ah! Ich mag Friedhöfe nicht.
Sowohl im echten Leben als auch in Ingame. Naja. So. Und schon sind wir mit dem Floß drüben und in einer Graslandschaft, wo es neue Gegner gibt. Oh yeah. Und diese Gegner kann ich, glaube ich, noch nicht besiegen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder ich muss sie im Auge verletzen. Was ist in dem Waldstück dort unten? Moment, ich will so eine Fee. Okay.